Für Runde 6 bei unserem EMP Rock Rumble müssen wir jetzt erstmal nochmal zwei Teams bestimmen. Ich habe jetzt hier vier Stöckchen für euch, zwei lange, zwei kurze, die bestimmen, wer in einem Team spielt. Vorsichtig. Okay, wer hat lang, wer hat kurz? Vergleicht ja. Einfach mal. Meiner ist das kurz. Okay, das heißt, okay. Ja. Kampf der Geschlechter bei EMP. Und das Bier weg. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wer von euch in die nächste Challenge gehen möchte. Ich verrate noch nicht, wie das Spiel sein wird. Ich kann euch schon mal so viel sagen, wer heute Morgen das 62 Euro Kaviar-Frühstück hatte, das noch nicht unbedingt wieder rauskommen soll, der sollte vielleicht diese Übung jetzt nicht machen. Es könnte eventuell ein bisschen ekliger werden. So starken Magen. Hast du Karten dabei? Nee, wieso? Können wir ein bisschen spielen, wenn die sich da beraten. Ja, an und für sich habe ich einen. Ich habe eben das Spiel gemacht, wo wir ein Team waren, dann machst du das jetzt, würde ich sagen, oder? Gut. Ist nur unfair. Richtig. Wer spielt bei euch? Ich? Er. Wer sonst? Okay. Und wer bei du? Wie ist so bei euch der Ekelfaktor? Boah, ich kotze gleich, ey. Passt schon. Ja? Kannst du, bist du hart im Nehmen so? Alles neide mich. Ja? Okay, alles klar. Also, das nächste Spiel heißt Abtauchen. Ja, wir haben für euch schöne Becken vorbereitet. Und ich kann euch noch so viel sagen, das wird die härteste Prüfung, die wir je bei EMP Rock Rumble hatten. Und ihr müsst aus dem Becken, das ihr gleich sehen werdet, das eventuell ein bisschen komisch riecht, Dinge herausholen. Mit dem Mund. Dafür habt ihr 2 Minuten Zeit. Ab jetzt wird's lecker. Ich würde sagen, wir lüften einmal bitte das Geheimnis. Und das schmeckt! Das sieht ja aus wie Mittagessen bei Mutti. Ist das schön? Ihr habt an mich gedacht. Jeder hat von euch 10 dieser, ich nenne sie jetzt einfach mal Bumper, die werden jetzt reingeworfen. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, diese da rauszuholen. Wichtig ist aber noch zu sagen, derjenige, der jetzt hier verliert, weniger Bumper rausgeholt hat, der ist nicht unbedingt raus, sondern das Gewinnerteam darf entscheiden, wer von dem Verliererteam dann gehen muss. Ah, meine Farbe. Gott, da siehst du ja nichts. Nee. Lass mal verstecken. Okay, dann ruhig schon mal an die Becken. 2 Minuten Zeit. Und wir starten jetzt. Sehr gut. Nur mit dem Mund, Hände raus, ne? Hände raus. Nee, Hände raus, Hände raus. Ja, so ist mehr. Mit K mehr! Muss mal suchen! Ja, so ungefähr. Was ist geiler Arsch! Boah, das brennt in der Raum, ihr habt da echt reingemacht, ihr Schweine! Das ist doch nicht eine Hälfte nehmen können. Ich will da keine mehr, es gibt doch welche. Ich mach keine mehr. Du brennst. Du sollst doch die Augen in Luft machen. Ach, du bist auf, komm. Kriegst du auf. Scheiße. So, das war's. Hatu. Wie war's? Interessant. Ja. Vor allen Dingen lecker. Wie viel hast du denn rausgeholt? Leider nur 2. Eine Gurke, ein Ei, etwas Sauerkraut und ja. Okay, 2 Stück bei dir. Wie viel haben wir hier? Wie viel haben wir rausgeholt? 3. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Schon mal einen Applaus für euch. Hör mal, da ist ruhig ein größerer Applaus verdient. Das war eine richtige eklige Nummer. Die Mädels haben jetzt die Macht zu entscheiden, wer von den beiden Jungs raus soll. Ja, du.
du hast gespielt, entscheidet. Es tut mir wirklich leid für unseren Lehrer, aber... Nein. Du bist unsere größte Konkurrenz. Was will man machen? Tut mir leid. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir hören hier auf und machen weiter mit der nächsten Runde. Mit drei Kandidaten gehen wir in die letzte Runde. Ein schöner Kuhn ist das.